Ahoi Piraten, Landratten und in Pfützenertrinkern. Ja, da sind wir wieder, Sea of Thieves. Wir haben eine tolle Aufgabe, die wollen wir noch gelöst kriegen. Hatten wir im Stream hatten wir die schon bekommen. Ich habe die jetzt aus Gründen sozusagen nicht fertig gemacht. Das heißt, oder wir hatten die nicht fertig gemacht, weil damit es nicht zu spät wird, so in der Woche ist immer so ein bisschen blöd. Und das wäre dann diese hier. Ja, tatsächlich. So. Auf Sea of Thieves, nee, Thieves Heaven. Auf Thieves Heaven, folge den Zeichen und du wirst deinen Schatz erreichen. Okay, die Insel, wo wir hin müssen, hatten wir schon rausgesucht. Und das müsste. Moment. Ja, da. Thieves Heaven. So, das ist unsere Insel, wo wir hin wollen. Ist schon markiert. Also, ich würde sagen, gleich mal den Anker lichten. Jo, ist noch nicht. Okay. So, warte. Wieso wird mir das immer nicht richtig angezeigt? Ah, jetzt. So, dann auf geht's. Hopp, 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 hopp. Und hi, ich bin auch da. Ja, das wollte ich eigentlich auch sagen. Genau. Ja, Marcel, hallo, da bist du auch. Ja. So, wollen wir mal Segel setzen. Ja, da erwähnt man ihn schon und dann sagt er doch nichts. Ah, ein komischer Vogel. Ja. Land in Sicht. Stimmt, das müssten wir ja eigentlich auch immer sagen. Ja. Dann müssten wir ja ständig schreien, Land in Sicht. Ja, irgendwie schon, oder? Bei so vielen Inseln hier. Land in Sicht, Land in Sicht, Land in Sicht, Land in Sicht. Hey, Land in Sicht. Ja, definitiv. Da auch. Land. Land in Sicht. Und da auch Land in Sicht. Ui. Aber ich glaube, Land in Sicht sagt man nur, wenn es Backbord ist. Also voraus. Nicht Backbord. Ja, wenn es direkt voraus ist halt. Ja, wer uns schon kennt. Wir sind die schlechtesten Piraten, von denen ihr je gehört habt. Aber ihr habt von uns gehört. Liegt aber auch mit daran, wir haben noch keine Kampferfahrung und im Kämpfen, diejenigen, die Erfahrung haben, sind uns natürlich massiv überlegen. Und dementsprechend aus Seeschlachten ziehen wir grundsätzlich den kürzeren, zur Zeit noch. Ist ja alles ein NPC-Schiff. Also momentan noch ein bisschen am Meiden der ganzen Sache. Zumindest so in der Woche. Beziehungsweise, ja. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Dann lassen wir das. Oh, schön Aufgaben lösen, da freue ich mich. Da freue ich mich doch. Bist du am Säge? Ja, jetzt ist schon. Oh, da reicht mir eine Bucht rein. Ja, würde ich sagen, ne? Schön langsam in die Bucht. Ja, ich führe uns ein. Ja, führe ihn ein. Genau. Oh. Hoffentlich ist da keine Sandbank, dass wir da auch durchkommen. Nein, 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 nein. Ja, genau. Ja, alles gut. Backbord, 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 Backbord. Jetzt bleib doch mal ruhig und lass mich steuern, Junge. Oh. Macht mich wahnsinnig. Der macht mich wahnsinnig. Ich sehe da ein Zeichen. Aber das ist bestimmt nicht das. Gott, oh, wie kommen wir hier raus? Ja, guck mal da, backbordseitig kommen wir doch wieder raus. Okay, ich würde sagen, ankern. Ja, doch. Ein Stückchen noch. Jetzt? Ein Stückchen noch. Jetzt? Jetzt? Jetzt. Na, komm. Na? Ah, komm, das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Folge dem Zeichen und du wirst den Schatz erreichen. Wäre schon ein Zeichen. Betritt alle Inseln der Sea of Thieves. Okay, das ist was anderes. Aha. Das ist eine allgemeine Aufgabe. So, Folge willst du dem ein Zeichen? Zeichen. Bis jetzt sehe ich noch kein Zeichen. Außer das, wo wir in die Bucht reingefahren sind.
Das war ja kein Zeichen, oder? Nein, nicht wirklich. Das war ein Symbol, sagen wir es mal lieber so. Ah, okay. Was denn? Das ist bestimmt ein Zeichen. Ja, ich komme gleich, warte. Oh, hier ist noch zerschlissenes Pergament. Ein Geheimnis, eine geheimnisvolle Pergamentrolle. Nehmen wir mal mit. Badang. Und schon haben wir eine Mission erhalten. Oh, hier ist ein Loch. Dort ein Loch. Ach, komm mal rein. Nö. Was haben wir hier? Nix. Warte mal, wo bist du? Da. Du meinst, es könnte ein Zeichen sein? Was du ja, da wenn du gesagt hast, dass du ein Symbol siehst. Ach so, das hast du. Ach, na gut. Ja. Ja. Was denn? So blöd ja ein Stein rumzuhüpfen. Ja, das ist das Blöde, ne? Okay. Hab hier ein Phantom. Ja, ist es. Was? Wie? Wo? Echt jetzt? Ja, komm her. Ja, ich komme her. Komm. Na, endlich. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Ah. Dann haben wir auch wieder eine Seilwinde. Wie cool. Lass mich ran, du hast ein paar Phantome da. Nö. Was dann? Von dem ich ein Fisch. Oh. Hier. Ah, also doch das. Jo, das ist das, was ich gesehen habe bei der Einfahrt. Ja, und hier. Guck. Jo. Jo, wunderbar. Moment. Wage dich zu dem Grab des Ausgräbers hoch. Oben gen Westen fort und spiel ein Lied in diesem Ort. Okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir hier die Seilwinde. Jupp. Wenn das denn funktioniert. Ja, bitte? Ja, Westen können wir gleich gucken. Los, komm. Bist du da? Ich sehe es nicht. Ich komme nicht weiter runter. Ich bin da. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich habe nur ein bisschen Federschmuck von deinem Hut gesehen eben gerade. Ah, jetzt wird immer mehr. Ah. So. Okay. Nein, 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 nein. Tschüss. Moment. Achso, du hast das. Ja, alles klar. Gut. Kein Gegengewicht, schade. Sonst wäre es ja oben geblieben. Hm. So, du hast gesagt, gen Westen. Ja. Da lang. Also es hieß ja in der Aufgabe gen Westen. So, aber wo ist der Goldgräber? Ah, hier. So, jetzt sollen wir die. Ja, oder so. Okay. Ja, wunderbar. Okay, jetzt hör mal auf. Danke. an den dreifach gezeichneten Krabben auf dem Strand gen Osten sollt ihr euch zusammenraufen, um in 8 Schritten gen Nordosten zu graben und zu saufen. Okay. Naja. Saufen, das kriegt ja Marcel auf jeden Fall aus dem Stand hin. Ja, was? An den dreifachen Krabben Strand. Da müssen wir ja wieder runter zu den Krabben, wo wir eben waren. Nehme ich jetzt mal an, dass es die Krabben sind. Ich meine, eigentlich ist es ja nicht unbedingt Strand, oder? Kann man jetzt ja nicht sagen. Ah, okay, er nimmt die Abkürzung. Ah, schließe ich mich mal an. Ah! Oh. Also vor euch, der Strand ist ziemlich nah. Ja, doch, irgendwie schon. So, wo sind das Krabben? Ja, das Symbol von eben muss es ja eigentlich sein. Warum haben sie nicht gleich gesagt, wir sollen dahin? Hm? Waren Krabben? Ja, waren das keine Krabben? Also irgendwelche komischen Symbole waren es auf jeden Fall.
So. Sollen das Krabben sein? Na, das sind doch keine Krabben hier, oder? Nein. Also so schlecht zeichnen wird wohl keiner können. Also in Sachen Krabben. Jo, dann lass mal schauen, dass wir das hinkriegen hier mit den Krabben. Da hinten sind so eine Haken-Symbole. Hm? Haken? Ja. Oh, hier ist eine Sonne. Nehme ich jetzt mal an. Da haben wir Wasser. Ist hier was? Sieht nicht so aus. Das hier wird es ja wohl kaum sein, oder? Nö. Gut. Hi, Lucy. Du bist auf der anderen Seite vom Felsen, nehme ich an, ja. Krabben-Symbole. Aber Strand ist ja eigentlich nicht auf dem Hügel. Es muss ja eigentlich wirklich Strand sein. Hm? Oh nein. Da war ein Symbol, ich hab's nicht gesehen. Ah! Hier ist was? Was? Au! Ja, ja, ist ja gut. Lucy, alles gut. Haken, Auge, Haken. Hier ist auch so ein Fall, also. Und ein Gesicht. Ja, zum Glück gibt das keinen Schaden. So. Nein! Was du da? Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich hab's geahnt, dass er genau in dem Falle seinen Move macht. Bin trotzdem drauf los. Das war nicht gut. Nein, nein, nein. Oh, da sind wir wieder auf dem Schiff. Fähre der Verdammten. Alles klar. Dann am besten noch die Laterne rausgeholt. Und dann holen wir uns das Feuer. Tada! So. Weiter geht's. Gut, wieder auf dem Schiff zurück. Ganz hervorragend. So, irgendwas mit Krabben schon gefunden, Növer. Oh. Auf ein neues. Die schicke Abkürzung. Moment, ich bin noch da hinten gewesen. Genau. Da gehe ich jetzt auch wieder hin. Komme ich da vorne auch raus? Wäre cool. Das wäre schon cool. Jo, wunderbar. Hüp. Hüp. Auf geht's hier. Hua. Oh, den Weg wieder hoch. Dafür ist meine Munition wieder voll. Wunderbar. Na, mal gucken. Ah, der ist immer noch hier. Schick auf uns gewartet. Okay. Also das ist kein Krabben-Symbol. Bin ich mir sicher. Nö. Mal gucken, ob ich umsonst hier hochgelaufen bin. Ich hab's da. Oh, cool. Ja. Gut, gut. Komm ich hier runter? Nein. Doch. Ich brauche gar nicht runter. Schön. Jo.
Frage ich mich aber trotzdem, wo du gerade steckst. Oh, das ist ja mein Name. Ja, ja. Hier ist ein Logbuch. Dieses Logbuch scheint Nein! Oh. Wow! Dieses Buch scheint Wanda zu gehören. Ein großartiger Einfall lesen. In ihrem jetzigen Zustand können wir die Kanone nicht verkaufen. Vielleicht an einen wohlhabenden Kapitän? Aber sie ist so unberechenbar. Und außerdem machen wir so nur einmal Geld damit. Mir kam ein großartiger Einfall. Als Waffenschmieden kann ich mehr mit dieser Kanone anfangen. Ich will dich ja nicht stören, aber wir haben ein kleines Problem hier gerade. Ich habe keine Probleme. Bei mir ist nichts. Nö, da ist so ein Bob, der möchte dich töten. Und neben dir ist ein Fass. Nur so als Info. Ah! Heb mich mal auf. Ich war noch zu nah dran, als er gekommen ist. Ich wollte eigentlich nicht in der Nähe sein. Naja, passiert. Ja. Da links was. Munition. Ja, kann ich gebrauchen. Ey! Ja, ich hatte nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Also zwei habe ich nur noch. So, Geldammel anfangen. Ah, okay. Als Waffenschmiedin kann ich mehr mit dieser Kanone anfangen. Ihr Geheimnisse entreißen. Sie zu etwas Neuem bearbeiten. Verwunschene Kanonenkugeln. Jetzt nicht meiner Künste und ich werde damit ein Vermögen verdienen. Und sollte wohl auch, schätze ich. Wenn ich das verwunschene Eisen nur formen kann, werde ich als Wanda, die beste Waffenschmiedin der sieben Weltmeere, bekannt. Wanda, wie ich diesen Namen verabscheue. Die Kraft des Fluchs lesen. Laune der Kanone wechselt, chaotisch. Eigenschaften trennen mit mystischen Symbolen? Antimontinkur? Magnetismus? Einem Liedchen? Nein. Besuch 14. Geschafft. Ein Teil verwunschenes Eisen. 7 Teile schwarzes Eisen. 1 Teil Rattenblut. Leserlich. Kanonenkugeln hat Anker ausgelöst. Besucher haben Schiff verändert. Luch breitet sich aus. Wir versenken sie. Sie taucht wieder auf. Repariert sich selbst. Kann ich mehr davon machen? Kanonenkugeln verändern auch mich. Fleisch fällt ab. Schutzamulett zeigt keine Wirkung. Wie kriege ich mehr Zeit, weiterzuarbeiten? Versuch Nummer 19. Fehlschlag. Verdammtes Ding! Das Eisen ist launisch. Wie Flameherd. Muss stärkere Mischung versuchen. Zu gefährlich. Vielleicht kann ich Sol wieder dazu bringen. Okay. Was? Du hast schon wieder Besuch. Ah, daneben. Nein. Also. Wie sieht's aus? Ja, ist eine Kiste. Ja, die habe ich ja gerade ausgegraben. Also. Ich hab den Schatz ja schon mal gefunden. Warte mal, was haben wir denn da? Einfach nur Schatztruhe. Was? Hast du jetzt was getrunken oder was? Nein, das ist unsere Schatztruhe. Die 8 Schritte. Die 8 Schritte hier von Nordost. Ja, wieso machst du das ohne mich? Weil du gelesen hast, du hast dich ja nicht unterbrechen lassen. Jo. Ja, weil zuerst das und dann das. Ja, und ich hab währenddessen schon mal gesucht. Ja, wir haben schon mal gegraben, während du gelesen hast. Ja, dann sei froh, dass ich es nicht aufgenommen habe. Was? Konntest du ja nicht, ich musste ja erst ausgraben. Ich sagte mit aufnehmen. Mit aufnehmen, ja? Hm? Video und so. Ach so. Ja. Das ist natürlich dann doof. Das ist richtig. Hat die Kiste einen Namen? Einfach nur Schatztruhe. Aber unsere Aufgabe scheint erledigt zu sein, würde ich sagen. Dann lass uns das mal fix. Gold entdeckt.
Hast du währenddessen die Truhe aufgemacht oder was? Spinner! Wenn ich am Schwimmen bin, guckt er immer schnell in die Kiste rein. Wie geil ist das denn, ey? Ja, das Gold kannst du immer gleich rausnehmen. Das, ja, das mache ich aber nicht, wenn ich da unterwegs bin. Das mache ich, wenn hier. Schwefelschatulle so. Und Gebeine des Teufels. Ja. Hast du irgendwann deine Beine irgendwie weggemacht oder so? Nee. Aber ich würde sagen, die müssen wir zu Larina bringen. Ja, denke ich auch. Jo. Wunderbar. Volles Haar. Schönes Haar ist dir gegeben. Lass es kleben mit Quark. Ja, die älteren Zuschauer werden wahrscheinlich wissen, woher ich den blöden Satz habe. Stopp. Was machst du? Na, das könnte klappen. Ja, das klappt. Ja, bester Steuermann der Welt. Mhm. Nein, du machst es schon ganz gut. Doch. Hast du eine Richtung für mich? Nein, noch nicht. Wir fahren ja erstmal aus der Bucht. Die Richtung kommt gleich. Ich schau mal nach. Aber wir sind... Ja, ich musste mir jetzt eine Richtung aussuchen, weil vor uns Felsen und so. Ja. Wir müssen... Moment, Nordost. Nordost, da haben wir einen Außenposten, wo wir das abgeben können. Ja, dann fahre ich halt geschickt hier rum. Also genau 180 Grad wenden. Nö, eigentlich nicht. Ja, doch. Nordost ist doch gleich hier links. Quatsch. Also. Hab ich schon wieder Ost gesagt? Nein, West, Nordwest. Mein Gott. Oh nö. Ich gucke da. Okay, ich hab's dir auch eigentlich gesagt. Aber wenn ich mich von da wegdrehe nach da und irgendwie verwechsel ich dann die, ja. West und Ost. Schlimm. Ja, was soll ich dazu sagen? Also kann man nichts mehr sagen. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall weiter in den Westen. Weiter in den Westen. Also Nordwest, ja? Nein, West. Halt, das passt so. So ist gut. So ist gut. Jo. Oh, ich schätze mal, dann ist das da vorne schon die Insel. Gut, danke. Jo. Jetzt Zuschauer, wenn euch das gefällt, dass wir gelegentlich kleine Videos mit Aufgaben machen, schreibt es in den Kommentaren. Ja, wäre eine super Sache. Ganz genau. Ganz genau, Marcel. Oh. Und natürlich ein Hashtag Feuermann loben. Nein. Moment, fahren wir schon. Fahren wir überhaupt noch richtig? Moment. Nee, also jetzt müssen wir schon. Also jetzt in Nordwest. Ja. Du hast nicht gleich aufgehört zu steuern oder vielleicht nicht nachkorrigiert, als ich sagte, gut, halt, jetzt passt. Nee, ich bin nach Westen gefahren, als du Westen gesagt hast. Und ich war nach Westen, als du gesagt hast, nicht mehr. Ja, weil das schon wieder leicht südliche Richtung gewesen ist. Zumindest hier laut der Karte, doch. Also du bist schon wieder nach unten gefahren. Mein Kompass hat was anderes gesagt. Ja, dein Kompass, mhm. Ja. Ja. Auf jeden Fall die nächste Insel, backbordseitig, ist sie. Boah, schöne. Schönes Meer hier, schönes Meer. Ja, da kannst du gleich mal reinspringen. Ja, muss ich ja wohl. Ja, los, tschüss. Was? Ja, tschüss. Mhm. Bist du immer noch an Bord? Ja, natürlich. So, dann ist das doch die Insel da. Ey. Jo. Aber ein bisschen mehr Steuerbord. Dann dürften wir auch da hinten am Bootsanleger kommen. Schiffsanleger. Steg.
Okay, Steg. Oh, cool. Ja, da ist er. Genau. Da haben wir ihn doch schon. Ist da noch ein Schiff? Moment. Nein! Nicht hoch, nicht Beute abnehmen. Nein, 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 nein. Ja, vielleicht hat er nur noch das Schiff von Grün. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall momentan relativ weit weg. Dadurch, dass das Schiff am Schaukeln ist, muss ich hier natürlich mit dem Fernglas auch hinterher. Es ist ein bisschen unangenehm teilweise. Aber mehr ist schön. Das ist also, ja. Ja, spring rein. Noch nicht. Noch nicht. Ein bisschen mehr Steuerbord. Ah, so, sagen, können wir Außenposten. Was? Wie? Falsche wieder. Nee, war richtig, oder? Ich würde sagen, die Kiste machen wir auf und nehmen beide die Dinger raus. Ja, na klar. Die Kiste brauchen wir nicht. So, ich schmeiß einen Anker, wenn es soweit ist, ne? Ja. Gut, da will er ja eh gleich hier anhalten. Kann ich ja darum. Lass hier ranfahren. So, Anker kommt. Und dann. So, Schwefelschatulle, dann nehme ich doch die. Die Kiste interessiert uns recht wenig, die gibt nichts. Also wenn du jetzt im Wasser fällst, ne? Ja. Dann würde ich ja Marcel heißen, nein. Bitte? Ja. So, jetzt müssen wir nur Larina finden. Na, hier vorne ist doch gleich die Kneipe. Ja, ja. Nö. Goldsammler. Oh. Doch, beim Goldsammler. Na gut. Hätte ja sein können. So, da wollen wir das Ding noch mal verkaufen hier. Gut. Ja, 131.000. Passt. Ja. Ich bin jetzt momentan bei 136.000. Also schon gar nicht so schlecht. So, wo ist der Klamottenladen? Da, mal schnell noch nach Klamotten gucken. So tolle Sachen haben sie nun mal nicht, aber ich gucke da einfach mal rein. Hallo, hallo, ich bin Chris. Ja, nenn mich ruhig Chris. Chris Angebote durchstöbern. Na, da bin ich doch dabei. Da schauen wir doch mal. So. Was wollen wir denn überhaupt? Gürtel. Gürtel finde ich jetzt nicht so prickelnd. Klamottentechnisch. Nö. Wenn ich hier schon als Tusse rumlaufe, jetzt mal ganz ehrlich, ja, also dann müssen auch ein bisschen mehr Hupen zu sehen sein. Nein, nicht wirklich. Doch, Hupen sind gut. Ich wusste, dass das kommt, deswegen habe ich es auch gesagt. Nee, also meine persönliche Meinung ist natürlich, bitte nicht, also an die Frauen, weil es ist unmöglich, es ist unangenehm, wenn man versehentlich, weil man guckt einfach nur in die Gegend oder man sucht etwas oder. Und die Frauen denken natürlich gleich, hallo, Augen sind hier oben. Nein, dann bitte mehr zu, ja, also solche Sprüche bitte nicht. Weil echt, man kann nichts dafür. Plötzlich taucht er auf und seid im Blick. Ja, und? Gut, ist nur eine persönliche Ansicht, also... Es gibt aber auch viele, eigentlich sehr, sehr viele, die genau so denken. Und das eigentlich nicht so toll finden. Also ich finde jetzt hier auf die Schnelle nichts wirklich Tolles. Oh, warte mal, was ist das denn? Naja, kann man machen. Tiefseekrabben... Was? Krabbenkrabblerkleid, okay. Mich interessieren eigentlich eher die für blaue Münzen. Das sind die für von der White Rose. Mit ein bisschen Glück. Jo, kannst du draußen angucken. Mhm. Kleid von White Rose. Wie, kann ich mir draußen angucken? Ja, ich habe mir das was geholt. Du hast dir das Kleid von White Rose geholt? Nein. Die Schuhe, die Hose und den Gürtel. Jo, sehr schön. Jo, sieht gut aus. Ja, klar. Jo. So muss der Kapitän halt nur sein. Genau. Nee, und damit auch jeder mal sieht, die Klamotten an Mann und Frau, habe ich mich mal dazu durchgerungen, hier als Frau aufzutauchen.
Und Marcel macht wieder mal überhaupt nicht das, was er soll. Doch jetzt macht das. Ja, sehr gut. Lucy, komm, komm. Komm, Lucy. Lucy. Ey. Verpiss dich, Alter. Verpiss dich. So geht das nicht. Hau ab. So geht das nicht. So, schon besser. Ist hier voll auf Kuschelkurs, ey. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das ist keine gute Idee. Ja, okay. Also, wenn du nicht hast, ja, nehmt natürlich noch ein Abo mit. Würde mich freuen. Marcel sicherlich auch. Und ja, ansonsten noch einen kleinen Daumen hoch. Wäre auch super. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.